Und wir kommen wieder zurück bei FIFA 14. Wir machen heute unser Meisterschaftsspiel in der Online-Saison mit unserem neuen brillanten Team Barcelona. Unbesiegbar. Wir brauchen nur ein Unentschieden. Das heißt, wir können jetzt auf YOLO Zeit spielen. Da habe ich keinen Bock drauf. Natürlich wollen wir einen Sieg rausholen. Und dann sind wir Liga 8. Dann wird es schon schwerer. Dann verkacken wir. Nee, komm, lass mich gelb. Ich will auch mal in dem spielen. Aber jetzt spielen wir auswärts. Hauptsache es regnet nicht, dann müsste ich eigentlich noch besser sein. Okay, sein Team. Blablabla. Durchschnittlich. Meinem aber unterlegen. Gleiche Aufstellung, Chemie. Eigentlich nicht wirklich 100%. Warum haben Spieler nie einen Manager? Eine wirklich herausragende Saison gespielt. Und auch der Ligatitel liegt jetzt in greifbarer Nähe. Und da fehlt in den nächsten Partien noch ein einziges Pünktchen. Das sollte machbar sein. Aber es nieselt. Es regnet nicht wirklich. Was? Ja, was? Das gibt Freistoß. Oh mein Gott, Tom, übertreib mal. Ah, schade. Damit haben sie nicht gerechnet. Wilshere. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier... Der Gegner ist besser, das merke ich jetzt schon. Und die Abwehr aufmerksam. Oh, scheiße. Aber noch heiß. Das hier ist nicht so gut, was Kopfbälle abwehren angeht. Der macht sie nicht selber rein. Er bereitet sie vor in unnachahmlicher Manier. Ah. Ja, komm, Torwart. Oh. Jetzt als nächster den Ball. Ist aber nicht nett. Souverän geklärt. Das war knapp. Iniesta. Tolle Ballkontrolle. Iniesta, komm, renn durch. Und Achtung, genau hingeschaut. Jawohl, du kommst auch durch. Und jetzt. Situation. Na komm, nicht durch. So kurz davor. Fabregas. Und nun Lionel Messi. Das ist natürlich auch. Messi! Ah, schade. Kann man, mit ihm kann man es echt immer mal versuchen, wenn man ihn auf links hat. Auf rechts, na, nicht so. Was macht Mascherano jetzt? Oh, der kam schön. Schade. Den hätte auch mit dem Fuß nehmen können. Abseits. Ach, den hätte ja auch der Mann vorne... Hätte ja auch der Mann vorne nehmen können. Ich glaube, Messi war es. Oder Iniesta. Ein Versuch der Balleroberung. Schön. Pedro, langer Ball und Messi. Es öffnet manchmal traumhafte Möglichkeiten. Ich glaube, Messi kann man wirklich nur anflanken oder anpassen, wenn er wirklich, oder halt anflanken, wenn er frei steht. Entwickelt sich einem. Guck mal hin! Casillas. Ein richtiger Kraft. Ehrentorwart. So, es gibt Eckball. Ob die da was draus machen? Klar. Ein gutes Stellungsspiel des Verteidigers. Und deswegen kam er noch rechts. Oh! Oh mein Gott. Ah, Messi. Bisschen besser annehmen. Oder? Nein, Messi ist noch drin. Messi. Messi! Und dann mit dem Kopf. Das ist recht nicht. Einwurf. Schwaches Zuspiel, deswegen geht der Ball ins Aus. So, wo ist der Ball? Danke. Fabregas. Da kommt er nicht durch. Gutes Abwehrverhalten, aber in Ball... Ich reg's gerade richtig auf, dass es schon wieder regnen muss. Ah, der hat doch auch durchflutscht.
Ball hätte da doch auch durchflutschen können. Pedro. Guck, das passiert bei mir irgendwie immer, wenn es regnet. Dann kommen die Bälle nicht mehr so gezielt. Aber es ist ja auch irgendwie normal. Keine Ahnung, rutscht der Boden weg, was weiß ich. Den kriegt er nicht. Komm, beeil dich. Beeil dich doch, hol dir doch den Ball. Ach doch, dieser Idiot. Fabregas. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Schön. Und da vorne ist jemand frei. Nein. Das war wohl nichts mit der Flanke, aber dafür gibt es jetzt Ecke. Ja, der Ball war schon im Tor aus. Das muss Eckball geben. Die hole ich mir aber auch wieder. Was für eine merkwürdige. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Klasse Parade vom Torwart. Der lässt nichts anbrennen. Fail. Und nun Lionel Messi. Langsam kann er sich. Ah, Messi. Ich glaube, das wird ein bisschen anstrengend. Oh nee, komm. Da muss ich auch cool fühlen und so eine Flanke versuchen. Hey, ich wollte gerade sagen. Oh, damit haben sie nicht gerechnet. Jawohl, abgefangen. Ach, scheiße, es war Neymar. Ja, und die Flanke abgefangen. Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Ah, Tor. Oh, sogar Messi. Kopfball. Das ist ein ambitionierter Verein. Der will heute einer erfolgreichen Saison die Krone aufsetzen und sich. Das ist peinlich für ihn. Von Messi ein Kopfballtor zu kriegen. Richtigen Weg. Diesen Vorsprung muss ihnen der Gegner erstmal wieder ab. Ach, scheiße. Oh nein. Oh, danke, Casillas. Zwei kam von den Ballbesitz. Das war, glaube ich, kein Abseits. Den haben schon viele drin gesehen. Ah, mach ihn rein. Schade. War mit einem unglaublichen Reflex noch da. Wäre da rangekommen. Jetzt gibt es eigentlich erstmal Halbzeit, außer wir machen hier noch ein Tor. Balleroberung im Mittelfeld. Dembaba. Halbzeit. Sehr, sehr wackelig. Ein paar mehr Tore, das wäre es gewesen. Aber wir setzen ganz auf Halbzeit 2, Busch. Ja, dem kann ich mich nur anschließen, Manni. Da muss jetzt ein bisschen mehr kommen. Der Unterhaltungswert ist bisher überschaubar. Unterhaltungswert. Komm hier, Messi, ein Tor. Dann auch noch Kopfball. Das ist hier. Schiedsrichter guckt sich. Achtes Weltwunder. Der Ball liegt am Anstoßpunkt. Auf geht's in die zweite. Tor des Jahrtausends. Und Flanke. Was war das für eine Flanke? Der Schiedsrichterassistent zeigt an, Eckball wird's geben. Oh. Der Gegner kriegt nach der Ecke sofort wieder den Ball. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän. Ich war nie mit Sanchez geschossen. Jetzt habe ich es gemacht und ich mache es, glaube ich, nicht mehr. Lockt man den Keeper nicht aus der Reserve. Pedro. Ah. Dembaba. Irgendwie das letzte Spiel hat es mit den Flanken und Pässen besser geklappt. Oh.
Oh nein. Schön. So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert, denn es gibt Eckball. Und hier die Wiederholung dieses Treffers. Na, da hat die Defensive keine gute Figur gemacht, kann ihn einfach nicht am Abschluss hindern. Oh, jojojojojojoj. Festgehalten. Kassierst du Tier und jetzt Messi. Nein, was mache ich denn? Ich hätte einfach durchlaufen können mit Messi, aber ich dachte, er kriegt mich. Scheiße. Das war doch kein Abseits. Aber anscheinend doch. Fail. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Das sah am Anfang gar nicht so schlimm aus, aber jetzt müssen wir sagen, die Verletzung scheint doch schlimmer zu sein als zunächst vermutet. Iniesta. Welche Verletzung? Der Ball frei übers Spielfeld. Jetzt könnte es gefährlich werden. Nein! Und der Ball ist drin! Ärgerlich. Aber jetzt ist es passiert und die Führung ist dahin. Jetzt heißt es. Ah. Und den Gegner beschäftigen, sodass der erst gar nicht auf die Idee kommt, ihnen Scheiße. Strich durch die Titelrechnung zu machen. Dann müsste dieses Team wieder auf die noch ausstehenden Partien setzen, um das große Ziel noch zu verwirklichen. Oh nee, wie ist denn das passiert? Iniesta. Langer Ball auf Messi. Ashley Young. Was muss er denn jetzt einen auf Halt machen? Och komm! So einen Ball wirst du schon noch annehmen können, oder? Mr. Profispieler. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld. Neymar. Ein toller Pass. Achtung! Ah! Schade, Ecke. Ist mal mehr nach innen. Sensationell reagiert. Und Eckball gibt's. Schön. Nicht schön. Dafür musst du dich als Torwart noch nicht mal bewegen. Welche Mannschaft hat mehr aufs Tor geschossen? Hier kommt die Statistik. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Oh, der war heftig von Iniesta. Der war schön. Und Tor. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler vom Herr Torwart. Ohla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 l
Wem schieße ich? Ja, okay, Messi. Ah, schade. Schade, schade. Vielleicht hätte ich auch mit Pedro. Mit Pedro hätte ich auch schießen können. Da wäre der Schuss wahrscheinlich noch härter gewesen. Sanchez. Ein paar Minuten zu spielen. Und ich sag Ihnen, da geht noch. Nee, komm, der kriegt mich nicht. Flankt ihn jetzt perfekt. Flankenschlagen ist eine Kunst. Manchmal geht's auch daneben, wie in diesem Fall. Ah, oh, nein. Schön. Was soll er da anders machen, der Schiri? Freistoß. Ach, zum Glück. Ich dachte schon wieder Abseits oder so. Warte mal. Lass mich mal von Pedro schießen. Ach, der geht weg? Gerne. Ah, schade. Hätte ja sein können. Und der Angriff wurde gestoppt. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Komm, ich will noch ein Tor. Nur eins. Oder zwei. Oder drei. Dembaba. Ashley Young. Achtung, eine Chance haben Sie noch. Nein. Nein. Und dann das auch noch. Alles im Arsch, alles im Arsch. Oh nee, ach komm. Das benötigte Unentschieden ist dahin. Und jetzt müssen sie nochmal kommen. Das Tor zum Ausgleich, das diese Mannschaft heute vielleicht schon vorzeitig zum Meister machen wird. Alter, was ist denn das für ein Scheißpass, Messi? Sie läuft noch. Und der Gegner, der ist verdammt bissig. Ey, komm, auf Zeit zu spielen, du Blöder. Nein! Jetzt wird's blöd, Arsch noch auf Zeit spielen. Ah, scheiße, Mann! Das gibt's doch nicht! Wie blöd muss man denn sein, in den letzten zwei Sekunden ein Tor zu kassieren? Oh, Mann, 89. noch ein Tor kassiert. Das ist so bitter, das ist so bitter. Vor allem, wenn einen Unentschieden reicht. Verabschieden nach diesem hochklassigen Spiel, wie ich fand. Und hoffentlich. Oh, alles im Arsch. Alles im Arsch. Nur weil es geregnet hat. Dieser blöde Regen. Nee, komm, muss jetzt noch eine Folge machen. Ich will gewinnen. Wir sehen uns direkt in der nächsten. Bis dann.